Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Harvest Moon, eine Welt, ist heute in Europa, europaweit erschienen. Und ich habe es mir natürlich sofort geholt. Ich habe es mir sogar physisch geholt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mein Spiel habe. Ach, da ist es ja schon. Yeah! Ich bin immer so ein Fan von physischen Spielen. Und heute eine Sensation. Heute mal mit Facecam. Mache ich ja eigentlich bei den Farming-Spielen sonst nie, aber ich glaube, es kommt ganz gut an. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps für die Cam habt, wenn ich in eine andere Ecke soll oder sonst irgendetwas anders machen soll, dann sagt das mir gerne. Aber ich möchte jetzt auch nicht so lange rumquatschen. Wir fangen einfach mal an und gucken uns das Spiel an. Ach, ich muss auf A drücken. Ich bin ein Mädchen. Oh, jetzt können wir uns erstmal schön customizen. Oh. Ich glaube, ich habe sehr helle Haut, ne? Wir machen das erstmal. Oh, nein, 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 zurück, 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 zurück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr hell. Oh, ist ja doof. Wir können nicht irgendwie. Oh, weiß geht? Und grün? Was ist das für eine Auswahl? Was ist denn das für eine Au Okay. Dann wird ja auf jeden Fall direkt ziemlich reingeworfen, aber ich bin gerade wieder sehr irritiert, weil, also schwarz geht und weiß geht, aber irgendwie so richtiges Rot. Und warum gibt es grün, aber kein blau? Vielleicht kann man das später noch ändern? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die. Die kommt, glaube ich, mal in Haarfarbe am nächsten. Ich habe so ein rötlich-blond-braun. Ich weiß nicht. Es sieht gerade nicht sehr orange aus. So, dazu mache ich einfach mal blaue Augen. Hat ja schon fast was. So, das bestätigen wir mal. So, aber wir heißen nicht Claudia. So, wir sind Yume. Ich werde noch ein paar organisatorische Sachen gleich noch erwähnen und allgemein auch noch mal insgesamt noch was zu dem Spiel sagen. Aber ich denke mal, da werden wir noch früh genug dazu Zeit haben heute. Deswegen, wir fangen einfach mal direkt an. Wann habe ich den Geburtstag? Natürlich wie immer im 11. Sommer. So, ja, dann starten wir mal. Übrigens, ich glaube, man kann hier nicht Menschen vom, also ja doch Menschen vom gleichen Geschlecht heiraten. Was ein bisschen schade ist, wir können uns demnach halt eben mit hier im Let's Play nur an Jungs ranmachen. Allerdings habe ich auch noch einen Twitch-Livestream-Kanal, verlinkt in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Und da werde ich jetzt auch die nächsten Tage, vielleicht auch die nächsten Wochen, mal sehen, wie sich entwickelt, öfters mal das Harvest Moon Spiel auch live streamen. Da könnt ihr zugucken, Kommentare abgeben, mit mir plaudern und da werde ich einen Jungen spielen und gucken, wie die Mädchen so drauf sind. Also ich finde das ganz interessant. Derzeit streame ich auch Story of Seasons immer auf Twitch und das ist auch interessant, sich mal alles aus der Sicht von einem Jungen anzusehen. Egal, Entschuldigung, wir machen schnell weiter. Genug Eigenwerbung an dieser Stelle. Vielleicht hätte ich das jetzt sagen sollen, weil es gerade nichts passiert. Ich muss auch darauf achten, dass irgendwie mein Gesicht nichts Wichtiges verdeckt. Vor langer Zeit erblühte eine Welt reich an Rohstoffen unter dem Schutz der Erntegöttin. Große wie kleine Kreaturen streiften durch ihre grüne Landschaft. Obst und Gemüse gediehen das ganze Jahr über in Hülle und Fülle. Die Bewohner lebten in Frieden und Harmonie, dankbar für den Segen der Erntegöttin. Ah. Die Fischen bei Tagesanbruch arbeiteten auf den Feldern, kümmerten sich um das Vieh. Die Tage waren stets geschäftig. Oh. Und dennoch war jede Aufgabe nötig, um ein Leben im Wohlstand zu führen. War jede Aufgabe nötig. Okay, ja. Eine schöne Geschichte. Ich gieß mir da mal direkt mal was zu trinken ein. Ist das unsere Mutter? Ah, es ist unsere Mutter. Und unsere Mutter hat sogar eine Freundschaftsanzeige. Das ist das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, seit Story of Seasons, Trio of Towns, das in der Serie man mal irgendwie auf seine Eltern irgendwie trifft. Ich trinke mir, ich gieße mir noch schnell was ein. Mit meinem schönen, eigentlich trinkt man da Tee raus, ne? Das ist ja mein toller Tanuki-Krug. Egal. Oh, Yume, kommst du kurz zu mir? Okay. Bewege deinen Charakter, linker Stick. Spreche mit einer Person. Ah, Knopf. Das könnte schon schwierig werden. Oh. Ja.
Ist ein bisschen holprig, sag ich mal so. Die Störung könnte minimal besser sein, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Könnte auch viel, viel schlechter sein. Sag mal so. Okay, ja, hallo. Also die Charaktermodelle sehen schon mal viel besser aus als in den Vorgängern. Die sind nicht perfekt. Sie sind nicht wirklich richtig super duper, aber sie sind definitiv besser. Und gehen langsam die Kartoffeln aus. Würdest du mit Doc weitere suchen? Yay! Hihi, es wäre toll, wenn du noch etwas anderes als Kartoffeln zu essen finden würdest. Aber sei vorsichtig da draußen, hörst du? Komm heil zurück. Okay, Mom. Let's go. Oh, was ist das denn? Ah. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die junge Dame. Also, Doc Junior. Ist vielleicht die Tochter vom alten Doc? Ich weiß es nicht. Oh, wie seltsam. Ich war mir so sicher, dass die Verdrahtung richtig war. Was ist passiert? Was mir übrigens hier an dieser Stelle auffällt, kann man meine Maus sehen? Man kann meine Maus leider nicht sehen. Das ist natürlich schade. Doc Junior, man sieht direkt, das habe ich auch bei der Mutter schon, natürlich schon entdeckt, man sieht die Herzen direkt im Dialog. Das finde ich sehr angenehm. Ja, was ist passiert? Oh ja, du bist Tsumi. Neues Saatgut. Was für ein Tag. Steckst du deine Nase immer noch in diesen alten Schinken? Hast du irgendwas Neues daraus erfahren? Oh. Nein? Was? Naja, vielleicht später. Du denkst wirklich nur über dieses Buch nach, was? Hey, kein Grund beleidigend zu sein. Das ist doch die Wahrheit, oder? Komm, lass uns etwas zu essen suchen. Ja, zumindest ein paar Kartoffeln. Na, vielleicht auch ein bisschen mehr, ne? Sehe ich gerade, ihr Kittel ist hier viel zu groß, ne? Okay, mit einer Minimap sogar. Das sieht sehr interessant aus. Ich glaube, die haben sich. Also. Sie haben sich anscheinend auf den ersten Blick Mühe gegeben. Okay, tja, was erwartest du denn? Als wir das letzte Mal hier gesucht haben, haben wir auch nichts gefunden. Der einzige Ort, wo du ein Gemüsebeet findest, ist dein Buch. Wie auch immer, wenn wir Zeit zum Quatschen haben, dann können wir auch nach Kartoffeln suchen. Sag nicht, dass du vergessen hast, wie das geht. Okay, erhalte Feldfrüchte und andere Objekte. A-Knopf. Das kriege ich hin. Ich nehme das. Wo ist Doc hin? Doc ist disappeared. Doc Junior. Die kann ich aufheben, ne? Ein bisschen dynamischer könnte. Es ist okay. Ich bin sehr kritisch. Die letzten. Ah, oh. Und. Das war eine wunderschöne Animation. Oh, wie es aussieht, hast du eine gefunden. Natürlich ist das eine Kartoffel. Etwas anderes gibt es hier auch nicht. Okay, ja, die letzten Spiele waren jetzt nicht super duper mega schlecht. Sie hatten innovative Ansätze. Aber sie hatten qualitativ nicht sehr viel mit der ursprünglichen Harvest Moon-Serie zu tun. Und ich bin jetzt momentan. Ich habe momentan das Gefühl, dass das hier doch was Gutes werden kann. Wir gucken mal. Hey, was warst du denn so sauer? Jetzt beruhig dich mal. Tomate, Kohl, Karotte? Nie gehört. Ist das Gemüse, über das du in deinem Buch gelesen hast? Ich sag's dir nur ungern, aber das sind Märchen. Sei realistisch, Kumpel. Hier gibt's nur Kartoffeln. Oh. Jetzt reiß dich zusammen. Wir müssen mehr Essen für deine Mutter finden. Sind wir mal noch? Meine arme Mama, die verhungert sonst noch. Ja, wie gesagt, also bis jetzt finde ich es nicht schlecht. Es ist okay. Es ist besser auf jeden Fall geworden bisher. Auf den ersten Blick. Ich meine, das Spiel ist erst. Wie lange spielen wir jetzt? Nicht mal 10 Minuten. Wo schaust du hin? Ach, ich sehe überhaupt nichts. Wow. Alles klar, Yumi. Das Buch lässt dir schon Dinge sehen. Erntegeister, ja? Du meinst diese Geister, die beim Pflanzenanbau helfen? Wenn es Erntegeister wirklich gibt, dann könnten wir endlich ein anderes Gemüse kommen. Das wäre natürlich super. Oh, ich hab sie weggedrückt. Nein! Was hast du gesagt? Sagst du es nochmal? Wenn es wirklich Erntegeister sind, finden wir vielleicht auch neues Gemüse. Okay, das andere sagt sie nicht nochmal. Okay, neues Gemüse hinterher. Vielleicht finden wir neues Gemüse, eine Karotte oder so. Hi!
Hast du wirklich einen gefunden? Schon gut, schon gut. Okay. Also schön, ihm nach. Na dann, ihm nach. Oh, da ist eine Eichel. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es etwas hier gibt. Ja, das sieht mir nach einem Brunnen aus. Hat wohl jemand vor langer Zeit verwendet. Das komische Ding von vorhin ist neben dem Brunnen, sagst du? Ehrlich? Ich sehe gar nichts. Wenn du zu dicht dran gehst, entwischt es bestimmt, weißt du? Es sieht sich die Eicheln an, sagst du? Vielleicht hat es Hunger. Warum schnappst du dir nicht 3 Eicheln und gibst sie ihm? In der Zwischenzeit behalte ich den Brunnen im Auge. Okay, gut. Ein Glück, dass die 3 Eicheln liegen. Okay, es ist wirklich... Der Anfang ist echt sehr einfach. Hier, bitte. Oh, ist das Rübensaat? Er hat dir was gegeben? Die sehen wie schwarze Perlen aus. Ah, ich verstehe. Das müssen irgendwelche Samen sein. Stell dir nur vor, etwas so Kleines kann zu etwas so Großem wie einer Kartoffel werden. Unvorstellbar. Dann werden wir ja sehen, ob dieses alte Buch die Wahrheit sagt oder nicht. Du hast dir die ganze Mühe gemacht, Hilfsmittel zur Saatzucht herzustellen? Wann genau hast du das denn gemacht? Naja, das überrascht mich nicht. Also schön, wir werden versuchen, damit deine Samen zu züchten. Auf zu deinem Schuppen, Yume! Oha, das Kartoffelsamen? Ich dachte, das wären irgendwie Rüben ohne Hacke. Die habe ich wohl gebastelt. Nice. Okay, du hast eine Hacke? Toll. Dann suchen wir ein paar Felder, auf denen wir Kartoffeln wachsen. Okay, gut, dann lass uns mal anfangen. Oh, na gut, mal sehen, was dein schlaues Buch dazu sagt. Um eine Saat aufzuziehen, muss man zuerst das Feld bestellen. Okay. Okay, ja, bestelle markierte Felder mit A-Knopf. Okay, Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Als nächstes setzen wir die Samen ein. Okay. Sehe Samen auf bestellten Feldern mit dem A-Knopf. Wähle Samen aus L und R. Okay, anscheinend ist L und R sowas wie... Geht das nicht? Ah, ich muss noch was drücken. Und ich habe nur Rüben. Es sind doch Rüben und nicht Kartoffeln. Okay, dann let's go. Jetzt brauchen wir noch etwas Wasser. Oh, ich zeig dir, wo du das herbekommst. Zuerst brauchst du eine Gießkanne. Geh zum Schuppen neben deinem Haus und nimm dir eine Gießkanne. Hole dir danach etwas Wasser aus dem Brunnen. Das ist aber super weit weg, oder nicht? Yay, Gießkanne. Okay, hole Wasser aus deinem Brunnen mit dem A-Knopf. Na gut, dann machen wir das mal. Oh, ich bin schon direkt da. Alles klar, eine letzte Sache noch. Du musst jetzt nur noch Wasser auf die Samen gießen, aber ich habe das Buch doch gelesen und nicht du, Doc Junior. Okay, gieße die Samen mit dem A-Knopf. Ist deine Gießkanne leer? Füll sie wieder auf. Okay. Wenn du deine Feldfrüchte nicht bewässerst, sterben sie. Bessere deine Feldfrüchte, bis du sie ernten kannst. Nice. Platz da, Platz da. Ah, ach so, so weit ist es ja gar nicht. Okay, los geht's. Anscheinend werden auch automatisch immer die richtigen Werkzeuge ausgewählt. Nichts passiert. Ein bisschen länger warten, sagst du? Klar, warum nicht? Wie viel länger ist länger? Warte, war es doch nur ein Märchen? Ach, Kopf hoch, Kumpel. Komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Du kannst nichts dafür, Kumpel. Morgen holen wir mehr Nahrung. Was soll's? Versuchen wir es ja... was ist das? Achso, ja, versuchen wir es morgen nochmal mit dem Buch, ja? Okay. Das ist die richtige Einstellung. Oh, und denk dran, deine Mutter diese Kartoffeln zu bringen. Natürlich. Na dann, auf zu Mami. Willkommen zu Hause, Yume.
Gib deiner Mutter Kartoffeln aus deinem Rucksack als Geschenk. Okay. Deine Sachen werden im Rucksack aufbewahrt. Öffne deinen Rucksack mit dem Y-Knopf. Okay. Sortiere Gegenstände im Rucksack nach Kategorie mit dem X-Knopf. Umso größer dein Rucksack ist, desto mehr Gegenstände kannst du gleichzeitig tragen. Okay. Achso, so. Und dann kann ich jetzt irgendwie bestätigen? Halten. Essen. Aha. Eine große, runde Kartoffel kann in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden. Kann anscheinend immer angepflanzt werden. Ist quasi sehr beständig. Und kann in Wiesen und Wäldern anscheinend auch angepflanzt werden. Bringt einmal Energie. Ich weiß aber nicht, was das mit dem Ofen oder mit dem Verheizding da unten, die Flamme da. Weiß ich noch nicht, was das bedeutet, aber das werde ich sicherlich noch früh genug rausfinden. Nimm Gegenstände, die du verschenken möchtest, aus deinem Rucksack und halte sie. Ja, okay, das haben wir ja gerade schon gemacht. Ernsthaft jetzt? Hat es mir wieder weggenommen? Jetzt aber. Oh, danke schön. Die sehen echt lecker aus. Schau nicht so traurig rein. Du kannst morgen nach neuem Gemüse suchen. Ich würde übrigens sehr bezeichnen, dass wir zu Mama null Freundschaft haben, aber sie ist unsere Mutter. Du versuchst angestrengt, welches zu finden. Ich bin sicher, dass du das eines Tages wirst, Yumi. Ah, du hast sicher Hunger, oder? Essen wir zu Abend. Hey, da ist immerhin Gemüse drauf. Ach ja. Hihi, du hast rein wie immer. Es ist genug dafür einen Nachschlag. Nur nicht schüchtern. Ja je, solch ein Gähnen. Du musst von dir müde sein. Warum gehst du nicht ins Bett? Schlaf in deinem Bett bis zum nächsten Tag. Mit dem A-Knopf und Schlaf, man hält so Ausdauer zurück und verlierst negative Statuseffekte. Negative Statuseffekte? Oh Gott. Schlaf in deinem Bett bis zum nächsten Tag. Ausdauer zurück und verlierst. Achso, das hab ich gerade schon. Achso, ja. Okay. Hier ist mein Bett. Wo ist das Bett von meiner Mama? Hat die hier hinten ihr Zimmer? Hm. Mysteriös. Wir gehen einfach mal. Wir haben nicht mal eine Tür. Okay. Super duper mega Puppen Brunnen. Oh. Hm. Erstaunlich. Eine Saat ist aufgegangen. Wie spricht man das denn aus? Ich kann es kaum glauben. Die sieht ja voll cute aus. Oh, du kannst mich etwa sehen? Ah, verstehe. Du bist derjenige, der die Samen gepflanzt hat. Dank dir wurde ich wieder erweckt. Ich bin dir so dankbar. Sag, wie heißt du? Yume, ja? Ein wundervoller Name. Mein Name ist Vitae. Mhm, ich bin der Erntewichtel des Lebens. Das Design gefällt mir schon mal. Du hast jemanden wie mich getroffen? Hm, das muss einer meiner Art sein. Keine Angst, Leute, kommt raus! Oh, aber die sehen jetzt nicht so special aus wie Vitae. Wenn ihr wisst, wie der Name ausgesprochen wird, sagt's mir gerne. Ich habe keine Ahnung. Hihi, überrascht, was? Das sind die Erntegeister. Übrigens, Yumi, was führt dich zu so einer späten Stunde hierher? Ah ja, da war das Licht, das während meiner Auferstehung erstrahlt ist. Menschen sollten es eigentlich nicht sehen können. Wie es scheint, besitzt du geheimnisvolle Kräfte. Wenn dem so ist, dann ist das eine göttliche Fügung. Oh, Yumi, willst du nicht meine Bitte anhören? Lass mich dir zuerst das hier geben. Was ist das denn? Eine Platte? Ein Stein? Eine Münze? Ein Gullideckel? Ich hab keine Ahnung. Ach, dies ist ein Medaillon. Ah, ein Medaillon. Es gibt noch 5 weitere irgendwo auf der Welt.
Ich bitte dich, die verbleibenden Medaillons zu finden. Wenn du alle 6 zusammen hast, dann wird die Erntegöttin wieder erweckt. Oh, das sollten wir vielleicht mal versuchen. Tatsächlich ist sie mehr als nur ein Mythos. Aber das fruchtbare Land dieser Welt ging verloren. Und mit der Macht der Göttin? Hab ich? Sie glaubt jedoch, dass das fruchtbare Land eines Tages von schicksalhafter Hand wiedererweckt werden würde. Also so quasi dieselbe Story wie immer. Deshalb wurden uns die Medaillons anvertraut und in Erntegeister verwandelt. Sie verteilte sie in der Welt und verschwand dann. Aber sie sagte uns, dass sie, solange die Welt sie braucht, zurückkehren würde. Und da du mich wieder erweckt hast, bin ich mir sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Bitte hilf uns! Du wirst uns wirklich helfen? Ich bin überglücklich. Ein Märchen? Ich versichere dir, die Erntegöttin ist äußerst real. Sie mag vor uns vielleicht nicht erscheinen, aber sie wacht über uns die ganze Zeit. Na, das überlasse ich dir, Yume. Erwecke die Erntewichtel auf der ganzen Welt, so wie du mich erweckt hast, und die Medaillons werden sicher folgen. Dann kannst du das fruchtbare Land wiederherstellen und der Welt reichlich Nahrung schenken. Genau, wie das Essen. Oh, jetzt habe ich wieder zu schnell weiter gedrückt. Die Erntegeister werden dir sicher helfen. Okay. Medaillon des Lebens. Erhalten. Was haben wir denn? Wir haben vormittags, ist es, denke ich mal, VM. Hier hinten ist ja eh nichts Besonderes mehr. Vielleicht gehen wir einfach wieder ins Bett. I don't know. Und hinten ist ja irgendwie noch was. Das kann natürlich sein, dass wir das später freischalten. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ne? Oh, es passiert eh etwas. Hui, was zum, hä? Warum ist sie noch wach? Yume? Was glaubst du denn, was du um diese Zeit hier machst? Ach, sei doch vernünftig. Ich verstehe kein Wort. Erntewichtel? Medaillons? Geht's dir gut, Kumpel? Mir war nicht klar, dass heute so ein Schock war. Ich kann nicht behaupten, dass ich dass ich das glaube. Aber reichlich Nahrung klingt toll. Was soll's? Ich glaub dir. Aber wenn du um die Welt reisen willst, musst du vorbereitet sein. Reisen, fruchtbares Land. Heureka! Ich habe eine tolle Idee. Ich wusste doch, dass ich ein Genie bin. Ach, ich hab's im Handumdrehen fertig. Geh du nur nach Hause und leg dich für den Rest der Nacht aufs Ohr. Okay, da sage ich nicht gerne nein. Ich sag gerne ja, ich gehe ins Bett. Okay. Hey Yume, komm mal raus hier. Ich muss dir was ganz, ganz Tolles zeigen. Aha. Dieser riesen dicke Kittel. Du bist nice. Ist das jetzt sowas wie mein Feld oder so? Wird das jetzt. Aha, da hinten komme ich gar nicht weiter. Gleich wirst du Zeuge der Geschichte, Yume. Also gut. Nimm diesen Stresshelfer und quetsche ihn so fest du kannst. Mach dich bereit und staune. Oder zum Staunen bereit. Was? Das ist so ein Stressball, wo man drauf rumdrücken kann? Okay. Zim, zam, kabam. Damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Ich nenne es die Expando-Farm. Jetzt kannst du immer und überall deine Farm errichten. Okay. Das kam unerwartet. Mein Genie ist wirklich zum Fürchten. Komm her und lass mich dir deine neue hochmoderne Expando-Farm vorführen. Das ist die Energiequelle deiner Farm. Ich nenne ihn Fünkchen. Hallo, ich bin Fünkchen. Schön, dich kennenzulernen. Piep, 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 piep. Füttere ihn, um Energie für deine Farm herzustellen. Füttere mich sofort.
Ich verhungere gleich. Beep, bop, beep. Brauche vielleicht. Also, erstens hat er anscheinend auch eine Freundschaftsanzeige, wie es scheint. Und sind das dann diese Kartoffeln oder so, die wir da reinwerfen müssen, die die Energie für ihn bringen? Weil ich glaube, das Icon sah so ähnlich aus wie Fünkchen. Na, ist ja schon gut. Nur zu Yumi. Füttere ihn damit. Mit einer Kartoffel? Nicht schon wieder Kartoffeln. Piep. Ah, genug gejammert. Wir sitzen alle im selben Boot. Na gut. Okay, wähle Gegenstände aus, deinem Rucksack aus, um Fünkchen zu füttern und seine Energie aufzuladen. Wie viel Erfolg ein Gegenstand Fünkchen verleiht, wird auf dem Informationsbildschirm des Gegenstandes angezeigt. Ah, genau, okay. Okay, okay. Dann schauen wir mal, wie gut wir das jetzt hier auf die Kette kriegen, ne? Da, den neben mir. Da, das sieht doch super aus. Volle Ladung jetzt, oder wie, oder was? Das ist eine super duper mega Pupper Kartoffel oder was? Achso, ich muss die gar nicht erst auswählen. Ich muss einfach nur A drücken. Ah. Also ich muss sie nicht vor in die Hand nehmen. Ich kann direkt, wenn ich davor A drücke, einmal auf mein Inventar gehen. Das ist natürlich praktisch. Dann arbeite ich wohl ein bisschen schwerer. Was macht er jetzt? So, jetzt hast du ein bisschen Energie. Machen wir uns also an die Arbeit. Ja, gut so, Yumi. Okay, das hier ist eine mobile Farm. Denk daran, sie braucht stets Energie, um zu funktionieren. Oh. Nein, so kannst du das nicht bewegen. Versuch doch mal, Fünkchens Knopf zu drücken, Yumi. Dann verstehst du, was ich meine. Okay, wenn Fünkchens Energie voll aufgeladen ist, kannst du deine Farm speichern. Okay. Siehst du das? Ach, so ein großes Gebäude passt jetzt in deine Hand. Ganz einfach, oder? Hm? Du musst jedoch beim Aufbau ein paar Bedingungen einhalten. Du brauchst ausreichend Platz, um die Farm auf an einem Ort mit etwas fruchtbarem Land auf etwas fruchtbarem Land aufzustellen. Fruchtbares Land ist ertragreicher Boden, auf dem die Menschen vor langer Zeit lebten. Wenn du fruchtbares Land findest, aktiviere Fünkchen und errichte deine Farm. Hm, du weißt nicht, wo du einen Ort findest, um deine Farm aufzubauen? Kein Grund zur Sorge. Fünkchen zeigt dir Orte, an denen du deine Farm aufbauen kannst und an ihnen vorbeikommst. Wenn du an ihnen vorbeikommst. Oh. Mach dir deswegen keine Sorgen. Das lernst du schon, wenn es soweit ist. Na gut, jetzt kannst du deine Farm jederzeit aufbauen oder einpacken. Such dir nur einen guten Ort, um sie auszuwerfen. Und dann steht sie nur auf deiner Farm. Da steht dann quasi die Farm auf meiner Farm. Ich sehe, du willst sofort aufbrechen, aber du musst dich etwas ausruhen. Ich habe doch gerade erst geschlafen. Ja, wie auch erst nach einer solchen Nachtschicht. Na gut, sie hat ja wirklich die Nacht durchgearbeitet, schätze ich. Außerdem, es könnte natürlich auch ein Junge sein, ne? Ich denke immer, es ist ein Mädchen, aber es, durch die Haare denke ich irgendwie, sie sei ein Mädchen. Außerdem musst du deiner Mutter Bescheid sagen, oder? Ist das jetzt so ein Pokémon-Reisen-Ding? Ich habe keine Ahnung. Eine Reise? So plötzlich? Hihi. Ach, du hast es in den Kopf gesetzt. Du hast nie aufgegeben, da draußen nach neuem Gemüse zu suchen. Ich verstehe. Du wirst mir fehlen, aber das ist etwas, das du tun musst. Du hast meine volle Unterstützung als deine Mutter. Ich weiß, dass du jede Menge tolles neues Essen finden wirst. Nun denn, es ist an der Zeit, Abendessen zu machen. Vergewissere dich, alles aufzuessen, damit du für morgen gestärkt bist. Die Kartoffeln, die du mir gestern gegeben hast, sind alle verbraucht. Kannst du mir neue besorgen? Hihi, es wäre toll, wenn du neben Kartoffeln etwas anderes zu essen finden könntest. Es ist in Ordnung. Du warst immer fleißig auf der Suche. Ich bin mir sicher, dass du heute etwas anderes zu essen finden wirst. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Hey, was ist aus dem Samen geworden, den du gestern gesät hast? Ich bekam kein Auge zu, da ich an sie denken musste. Okay, behalte sie im Auge. Lass mich wissen, ob sich was ändert. Ich denke mal schon, ne?
Die Nacht ist es ja gekeimt. Die Minikarte in der unteren Ecke zeigt. Ja, das haben wir ja schon mitbekommen mit der Minikarte. Yay. Oh. Ich kann. Irgendwie runterspielen, ich kann auf jeden Fall hier den Winkel ein bisschen ändern. So wie mehr von, aber nur, es gibt nur zwei Winkelformen. Ich nehme mehr so von der Seite, das sieht irgendwie nicht ganz so. Oh, das sieht komisch aus. Ich nehme so. So, hier wird auf jeden Fall ein Samen sein. Wir schauen mal. Oh, ein Samen vor allen Dingen. Sie ist fertig. Look at this. Wir haben eine Rübe. It's unbelievable. Ich wünschte, sie könnte springen. Das wäre so toll. Okay. So, schauen wir mal. Weiter und zack. Oh, Yumei, was ist das? Ich glaub's nicht, du hast neue Nahrung für uns gefunden. Ach, man nennt es Rübe, sagst du? Verstehe. Ich werde versuchen, mir das zu merken. Also gut, dann lass uns jetzt essen. Es wird sicher eine Weile dauern, bevor wir wieder so zusammen essen können. Ich frage mich, wie dein mitgebrachtes Gemüse wohl schmeckt. Ich hoffe, gut. Sie sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Ich gieße mir dabei mal was zu trinken ein. Oh, ASMR. So, schon wieder was zu trinken eingießen. Ich muss ja viel trinken. So, morgen steht ein großer Tag für dich an. Heute solltest du früh schlafen gehen, damit du für die Reise fit bist. Na dann. Endlich ist die Zeit gekommen, da du allein aufbrichst. Das ist schon ein Schock, aber ich bin sicher, dass alles gut werden wird, natürlich. Denke mal daran, deine Mutter glaubt immer an dich. Was bekomme ich jetzt? Hihi, du bist überrascht, nicht wahr? Ich habe deinen Rucksack vergrößert, als du geschlafen hast. Oh! Befülle ihn mit jeglichem Essen, was du findest. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu hören, Yumi. Oh yeah! Okay, die Anzahl der Artikel in deinem Rucksack hat sich erhöht. Handgemachter Rucksack, okay. Ah, okay, zuerst war es, glaube ich, nur hier oben das. Und jetzt, was ist das hier? Oh, Bestickobjekte. Eine selbstgebaute Hacke, eine selbstgebaute Gießkanne und ein Knettier, was wie Doc aussieht. Sehr schön. Guten Morgen, Yumi. Oh, hier ist noch etwas für dich. Dies ist das Doc-Pad. Es ist ein Farmkonfigurator, oh mein Gott, und eine Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Du verstehst es, wenn du es ausprobierst. Es ist genauso toll wie ich. Gern geschehen. Solange du es verstehst, wie auch immer, ich stehe voll und ganz hinter dir, Yume. Geh und finde all die Köstlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Oh, bevor ich es vergesse. In meinem Haus kann ich allerhand nette Dinge für dich herstellen. Also denk daran, ab und zu vorbeizukommen. Interessant, das wird bestimmt ganz nützlich sein für uns. Na gut, gute Reise, Kumpel. Yo, fangen wir mal an. So, öffne das Dockpad-Menü mit dem Minus-Knopf. Im Dockpad-Menü findest du folgende Optionen: Kalender, Rucksack, Freundschaft, Aufträge, Karte, Speichern. Okay, das ist quasi ja sowas wie der Startbildschirm oder so, wo die einzelnen Sachen halt sind. Das ist quasi, wenn man halt eine Übersicht vom Spiel hat, wo man auch speichern kann und solche Sachen angucken kann. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Das kennt jeder. Ich will mal springen. So, wie komme ich eigentlich jetzt hier an den Steinen vorbei? Oh, die Steine sind weg. Hi. Ach ja, ich habe den Felsen, der den Weg versperrt hat, beiseite geräumt. Jetzt können wir die Welt bereisen. Gehen wir und erwecken wir die Erntegöttin wieder zum Leben. Yay! Oh, es geht los. Okay. Erntegeister. Wenn du einen Erntegeist findest, schenkt er dir einen Samen. Oh,
Die Art hängt von den verschiedenen Umständen wie Jahreszeit und Datum ab. Okay. In der Erntegeisterliste siehst du, welche Erntegeister du bis jetzt gefunden hast. Der Standort der Erntegeister, die du von der Liste auswählst, wird dir auf der Minikarte angezeigt. I verstehe, just a train station. What? Kartoffelsamen, dankeschön. Kartoffelsamengeist, was ist da hinten? Sind das Nüsse? Ist was denn da versteckt oder so? Oh, oh. Der Baum kann anscheinend gefällt werden, jedenfalls kann ich ihn noch auswählen. Genau wie der hier, oder? Ah. Ja, ja, der auch. Ich komme schon unten noch nicht hin. Ich brauche erstmal einen Hammer, denke ich. Oder eine Spitzhacke, irgend so etwas. Oh, da unten ist wieder so ein komischer Doc. Bobby, Robby, wie hieß du nochmal? Hi. Deine Farm aufstellen. Land, auf dem du deine Farm erweitern kannst, ist mit Fünkchen. Fünkchen war der Name, meine ich doch. Ist mit einem Fünkchen-Symbol markiert. Erweitere deine Farm an einem Fünkchen-Symbol. A-Knopf danach sinkt Fünkchens Energie wieder auf Null. Okay. Okay, dann machen wir das mal. Let's go. Ja. Das ist erweitern. Ich baue sie ja erstmal überhaupt auf, ne? So, sieht natürlich wieder richtig nice aus, ne? Aber ich kann da hier schon mal was anpflanzen, ne? Ausdauer. Mit jeder Aktion nimmt deine Ausdauer ab. Sinkt deine Ausdauer auf Null, wirst du ohnmächtig, also nimm dich in Acht. Negative Statuseffekte sorgen dafür, dass deine Ausdauer schneller sinkt. Wenn du schläfst, regenerierst du deine Ausdauer und heilst negative Statuseffekte. Das Essen von Feldfrüchten und Gerichten stellt deine Ausdauer wieder her. Einmal Kartoffelsamen. Und einmal gießen. Ich finde es angenehm, dass sie automatisch die richtigen Sachen wählt. Das ist immer bei Story of Seasons nervig. Da ist man gefühlt die Hälfte der Zeit im Inventar und hier wird das einfach direkt gemacht. Das ist nice. So, hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Hier ist mein Stall. Ja, Stall. Ein Stall für Vieh und Hühner. Vergiss nicht ihre tägliche Pflege. Und noch haben wir nichts. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Du kannst Tiere kaufen und sie in deinem Stall aufziehen. Striegle und füttere sie täglich. Du kannst deine Tiere zum Grasen hinausschicken, wenn du die Glocke in der Mitte des Stalls läutest. Grasen mindert das Stresslevel der Tiere. Wenn deine Tiere zu gestresst sind, werden sie krank. Im Gemischtwarenladen kannst du Medizin für sie kaufen. Das ist ja eigentlich alles ziemlich basic, was hier erklärt wird. I mean, wir sind doch hier schon richtige Farming-Profis auf diesem YouTube-Channel, oder? Schauen wir mal. So, hier ist jetzt, denke ich mal, sowas wie mein Haus. Post. Die Einwohner des Ortes schicken dir Briefe. Jeder enthält eine Bitte. Stand gerade schon jemand. Schlafe in deinem Bett bis zum nächsten Tag. Es hat mir ja schon Ausdauer. Das wird übrigens gerade schon zum dritten Mal erklärt, dass ich im Bett meine Ausdauer wieder regenerieren kann und alles. Okay, es ist wirklich sehr idiotensicher erklärt. Längere Gegenstände, aber auch kürzere Gegenstände in deiner Kommode. Nein, lagere Gegenstände in deiner Kommode oder deinem Kühlschrank mit dem A-Knopf. Verwahre dort Gegenstände, die nicht mehr in deinem Rucksack passen. Oh, bitte, dass es hier kein Abfalldatum von Sachen geben. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner... Ich horte gerne. Und wenn ich halt eben 10 Möhren habe, werden davon 0 Möhren verkauft. Man kann ja nie wissen, wenn man doch mal eine Möhre braucht. Ich bin da unmöglich. Ich muss immer alles behalten. Öffne das Lexikon mit dem A-Knopf. Hier siehst du sämtliche Gegenstände, die du bisher gesammelt hast. Okay. Oh, und ein Futternapf. So, ja gut, wir haben... Also, es sieht noch sehr trostlos und leer aus, aber das ändert sich vielleicht. Oh, hi. Wer bist du denn? Ein blauer. Eine rote Paprika. Die Frage ist, kann ich die anpflanzen? Gibt es da irgendwie News? Sortieren? Ich glaube, dazu weiß ich gar nicht. Doch, wenn man drauf geht. Frühling, Sommer und Herbst. Finde ich übrigens auch sehr gut. Also es gibt... Real Talk. Also es wird sehr oft passieren, dass ich Harvest Moon und Story of Seasons vergleichen werde. Und ich finde, Story of Seasons ist qualitativ viel krasser als Harvest Moon. Aber es gibt auch einige Dinge, die Harvest Moon besser macht. Und das sind halt zum Beispiel die Jahreszeiten. Dass man halt eben Sachen auch in mehreren Jahreszeiten anpflanzen kann. Das ist bei Story of Seasons immer mehr so festgelegt, so starr. Und hier, Paprika geht halt eben Frühling, Sommer und Herbst. Finde ich nice, ist gut.
Es kann natürlich auch sein, dass es zu bestimmten Jahreszeiten besser wächst, aber die anderen gehen halt auch. Saatgut, das zu roten Paprika ranwächst. Na klar, pflanz mal auf jeden Fall an. Mit A, ne? Erstmal so, so. Es ist in die unsicher, ne? Man drückt einfach nur A. Und man kann noch ein bisschen durchchangen, immer was anderes lieber aussehen möchte. Das ist, also Steuerung ist echt einfach. Die gefällt mir sehr gut. Oh, schönen Tag, Mädchen. Samantha. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du auf der Durchreise? Du reist also um die Welt auf der Suche nach Zutaten, ja? Oh, welche Überraschung. Ah. I see what you did there. Samantha. Erinnert ihr euch noch an Sam? Und er hatte eine Tochter. Ich sehe hier Parallelen. Ich sehe hier Parallelen. Man sieht sie auch nicht so ganz, weil mein Gesicht davor ist. Ich mache das mal so ein bisschen weg. So, hui. Jetzt könnt ihr euch hier mal ganz angucken. Hallo, Samantha. So, jetzt gehe ich wieder mit meinem dicken Po hier davor. So. Okay. Zack. Du reist also um die Welt auf der Suche nach Zutaten, ja? Welche Überraschung. Ein Mädchen wie dich zu treffen, ist eine Fügung des Schicksals. Wie wär's, wenn wir ein bisschen übers Geschäft reden? Ich beschaffe Waren, musst du wissen. Ich mache in den verschiedensten Dörfern Geschäfte und agiere als eine Art Mittelsmann. Sie ist einfach Händlerin, reisende Händlerin, nehme ich mal an. Sag Bescheid, wenn du Interesse hast. Ja, wie schon gesagt, agiere ich als Mittelsmann an den verschiedenen Orten, aber manchmal ist es schwierig, die nötigen Güter zu beschaffen. Wenn du also etwas, was dir in die Hände fällt oder was du übrig hast, in die Lagerkiste tun könntest, das wäre toll. Jeden Morgen um 6 sammle ich die Gegenstände, die du dort ablegst, ein und gebe dir Geld dafür. Ich erhalte die Waren und du verdienst etwas Geld. Ein gutes Geschäft für uns beide. Und keine Sorge, ich nehme nichts, ohne dafür zu bezahlen. Ich habe auch meinen Stolz als Händler, weißt du? Sag mal, dein Zuhause ist mobil, oder? Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Trotzdem werde ich das, was du mir gibst, abholen, Pfadfinder-Ehrenwort. Hihi, ach, das ist ganz recht, wir Händler spielen in unserer eigenen Liga. Also, bist du an dieser kleinen Partnerschaft interessiert? Es ist doch einfach, oder? Also, haben wir eine Abmachung? Also gut, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wenn du Feldfrüchte und Gegenstände in die Sandbox legst, werden sie um 6 Uhr morgens versendet. Verwende die Versandbox, Knopf, Suche, dann möchtest du, okay. Öffne das Versandboxfenster, um deine Gegenstände aus der Versandbox zurückzuholen. Okay. Es ist schon ein interessanter neuer Ansatz. Also, es gefällt mir bisher. Ich bin bisher, muss ich sagen, kann man so schön im Schlenker hochgehen. Ich bin bisher positiv überrascht. Mal gucken, was da noch draußen wird. Würde. Die Wege sind sehr schlängelig. Was ist das denn? Oh. Anscheinend eine kleine Stadt. Oha. Was ist das da? Eine Bulldogge? In einer Kiste? Nee, was ist das? Oh, die sind da krank. Was ist denn da? Was ist denn, Yumi? Die Tiere sehen nicht ganz so gesund aus wie die in deinem Buch. Ja, du hast recht. Was hast du hier zu suchen? Hallo, Benny. Was habe ich getan? Herrje, welch furchterregende Gestalt. Welch furchterregende Gestalt ist da nur aufgetaucht. Verdammt, Benny. Was du wieder jemanden erschreckst. Aber ich. Entschuldige. Hunde, die bellen, beißen nicht, ich schwöre. Und wer genau bist du? Yumi? Wie? Ich bin Elia. Und das da drüben, das ist Benny. Willkommen im bescheidenen Callison. Callison? Ich sag einfach Callison. Entschuldige bitte den Schreck.
Die meisten von uns bewirtschaften das weitläufige Land, in dem unser kleines Dorf liegt. Benny ist Viehzüchter. Aber nicht mehr lange, wie es aussieht. Schau dich mal um. Die Kühe sind krank. Und den Ziegen und Hühnern geht es nicht viel besser. Ich kann es nicht, so kann es nicht weitergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Nein, Benny. Du darfst die Farm nicht aufgeben, hörst du? Das will ich doch gar nicht, Elia. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Oh, Benny. Du hast Interesse an den Tieren, wie ich sehe. Du ziehst sie selbst auf, hm? Kannst du sie irgendwo unterbringen? Wirklich? Na, dann komm mal mit. Yay! Ladebildschirm? Ich gucke mal bis auf die Zeit. Ich will die Folge nicht allzu lang machen, aber lang genug, damit ihr genug vom Spiel seht. Zuerst muss man ihre Boxen säubern. Ist lästig, aber einer muss es ja tun. Immer alles schön sauber halten. Sauberkeit ist das A und O für einen Viehzüchter. Hier, nimm diese Mistgabel. Mit der Heugabel kannst du den Stall reinigen. Ein dreckiger Stall steigert den Stress der Tiere. Kompost kannst du ebenfalls als Dünger für die Feldfrüchte... Ob sie auch wieder so einen Komposthaufen gibt? Da könnte man auch so verschiedene Kompostarten machen und so. Da erinnere ich mich dran. Fand ich auch sehr interessant. Jedenfalls, genau. Kompost kann ebenfalls als Dünger für Feldfrüchte verwendet werden. So, wir haben eine Heugabe. Na, machen wir mal weg hier. Ja, das geht doch einfach. Nach dem Saubermachen ist es Zeit zum Füttern. Gib das Futter in die verschiedenen Futtertröge. Befülle einen Futtertrog mit Tierfutter. A-Knopf, hast du alle Tierknöpfe, kannst du nicht mehr... Okay. Also, ich brauche halt eben Tierfutter, um Tiere füttern zu können. Das ergibt Sinn. Nach dem Saubermachen ist es Zeit zum Füttern. Da gibt es Futter... Achso, ja, klar, mache ich. Habe ich jetzt? So. Wenn alle Tiere gefüttert sind, gibt sie... Okay, ja, sie müssen gebürstet werden und gestreichelt. Ach, es gehört auch zur Aufgabe eines Viehzüchters, Vertrauen zu deinen Tieren aufzubauen. Nur nicht schludern, hörst du? Okay, gut. Streicheln und knuddeln. Das kriegen wir hin. Los geht's. Sie haben eine Bürste? Nee, erstmal haben sie geknuddelt. Sie sieht ein bisschen aus wie aus Knete. Das ging ja einfach. Als nächstes zeige ich dir, wie man sich um jede Tierart kümmert. Da wären zunächst die Kühe. Man kann sie melken, um, naja, Milch zu bekommen. Aber nur erwachsene Kühe, versteht sich. Verschiedene Kühe können in unterschiedlichen Intervallen gemolken werden, also behalte das täglich im Auge, okay? Melke ein Tier mit dem A-Knopf. Wir haben einen Melker. Yay! Lass uns ein wenig scheren. Wenn das Feld der Tiere lang wird, scheren wir sie, um Wolle und dergleichen zu erhalten. Das Fell wächst bei diesen Tieren unterschiedlich schnell. Schau deshalb jeden Tag nach. Oh, und du kannst natürlich nur die erwachsenen Tiere scheren. Immer hübsch dran denken. Mach ich. Oh, das Schaf sieht da voll süß aus. Wo ist das Schaf? Oh mein Gott, du bist voll süß. I love you. Also die Kühe lassen ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich, von ihrem Design, aber die Schafe sind echt super. Kein Bedarf, nimm das auch. Du brauchst es für die Tiere. Okay, danke. Oh, okay, er schenkt mir quasi alles. Danke. Benny ist ein netter Typ. Du hast von Benny eine Bürste, eine Mistgabel, einen Melker und eine Schere erhalten. Wack, wack. Keine Sorge, das sind nur ein paar Ersatzteile. Sobald die Farm außer Betrieb ist, brauche ich sie nicht mehr. Sie werden dir mehr nützen als mir. Ach, Benny. Verdammt, du darfst die Farm nicht aufgeben. Bis später. Hey, warte mal, Benny. Mach's gut, Jumi, man sieht sich. Oh, Benny. Er sieht einfach, er hat nicht das Feuer, wisst ihr? Er spürt das Feuer nicht in seiner Brust. Hab ich getan auch. Oh, hi. Was gibt's von dir? Tomatensaum. Na gut. Na, hallo, Benny. Benny.
Er ist einfach an mir vorbei teleportiert. Allein die Welt des Landes macht Callison zu dem, was es ist. Selbst die Tiere sind faul und glücklich. Okay, cool. Kann ich mal kurz hier reingucken? Kann ich mal hier ganz kurz look taken? Nope. Hallo. Hey, Yume. Denkst du, du bleibst lange in Callison? Du musst aus deinem Aufenthalt auf jeden Fall das Beste herausholen. Mach ich. Hier ist ein Fluss, hier kann ich vielleicht auch angeln. Oh, da scheint auch wieder was zu sein. Hi. Kartoffelsamen. Gucken wir mal. Es ist magisch, dass es hier auch so ein bisschen versteckt ist. Ne? Das ist man in Anführungszeichen auch so ein bisschen gezwungen, sage ich mal, hier rumzulaufen. Hier die Ecke sieht auch noch sehr karg aus. Ich weiß nicht, ob hier später noch irgendwas errichtet wird. Das kann auch sein, dass sich alles aber mal aufbaut. Und hier so ein bisschen mehr Deko, irgendwie so ein Haufen Holzscheide oder ein Fass. Oder ihr wisst schon so ein bisschen, dass alles ein bisschen lebendiger wirkt. Das sieht alles so ein bisschen sehr steril aus momentan. So wie gerade erst alles frisch hingebaut und noch keine Ahnung von irgendwas. Hier zum Beispiel die Kanne und die Mistgabel, das sieht ja schon ein bisschen dekorativ aus. Super Game Design! So, wer bist du denn? Tierhändlerin. Hallöchen. Das hat nicht meinen eigenen Namen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu in Callison? Unter Callison? Ich sag Callison. Na dann. Ach, war schön, dich zu treffen. Ich pflege und beschütze viele verschiedene Tiere im Dorf. Aber ich habe Probleme, genug Futter für die Tiere zu bekommen. Ach, naja. Okay, sie hat halt eben neue Tiere aufgenommen und kriegt nicht genug Futter zusammen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich wollte Benny fragen, ob er sein Futter mit mir teilen kann. Aber seine Kühe sind krank und es scheint eine harte Zeit für ihn zu sein. Ich bin wirklich in der Klemme. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Problem hat sie zu einer fremden Frau am Straßenrand. Okay. Just video game things. Wirklich? Du hilfst mir? Bist du sicher? Das ist toll zu hören. Nun gut, könntest du mir 4 Kartoffeln bringen? Vielen Dank. Ich werde im Gebäude mit dem Tierschild sein. Ich werde dort zwischen 8 und 21 Uhr sein. Wenn du kommst, wenn du bekommst, was ich brauche. Oh, was bekomme ich denn? Ich will eine tolle Belohnung. Ach, Aufträge, das ist ein Auftrag. Sieh dir deine Aufträge an. Um dir den Kundenstandort auf der Karte anzuzeigen zu lassen, wähle den Auftrag unter Bestand. Okay. Der Standort des Auftraggebers ist ebenfalls auf der Minikarte zu sehen. Was ist das jetzt hier für ein Ding? I don't get it. Wir gucken mal. Oh, ich kann nicht. Oh, nein. Halt. Ich drück mal auf Minus. Was ist denn hier alles? Das ist der Kalender. Oh, man sieht sogar, wie das Wetter wird, ne? Heute ist gutes Wetter. Und am Freitag wird es regnen. Und dann hat Benny, glaube ich, Geburtstag. Ich knatze gerade mit meinem Stuhl rum. Shame on me. Okay. Rucksack. Freunde gewinnen. Benny ist neu. Mama ist neu. Habe ich frisch kennengelernt. Samantha, Vitae, Elia und Doc Junior. Na gut. Aufgaben zu erledigen. Tierschutz. Offenbar fehlt es ihnen an Futter. Liefere den gewünschten Gegenstand. Ah, da wird jetzt auf der Karte markiert. I see. Speichere Lade. Sehe ich jetzt hier die Mini... Okay, aber kann ich irgendwie nicht mal die Map im Ganzen sehen? Wenn ich auf Plus drücke, passiert nichts. Ah, ich kann noch rauszoomen und dran. Oh. Hui, dann gehen wir so. Hallöchen, Kanölchen. Wer bist du denn? Müder Mann. Das ist natürlich Callison. Wo wollten wir denn sonst? Wo sollten wir denn sonst hin? Okay, danke, Müdermann. Was gibt's hier? Kann ich da rein? Okay, ich bin jetzt bei fremden Leuten im Haus. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das mach ich mal lieber nicht. Was ist hier? Das sieht aus wie ein Krämerladen oder so? Wir gucken mal. Laden. Im Gemischtwarenladen kannst du Werkzeuge, Dünger, Futter und Baumsprossen kaufen. Baumsprossen, okay. Okay, mit der Axt kann ich Holz hacken, mit dem Hammer kann ich Steine zerschlagen. Das sollte auf jeden Fall oberstes Gebot sein. Wenn du eine große Menge einer bestimmten Feldfrucht oder Blumenart verkaufst, kannst du für diese auch Samen kaufen. Das ist sehr gut zu wissen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Hallöchen. Oh, ich mag seine Sommersprossen. Wie kann ich dir helfen? Kaufen. Wir schauen mal. Wie viel Geld haben wir? Oh. Tierarznei. Okay.
Kirschbaum, Pfirsichbaum, Apfel, Ginkgo, Ahorn, Walnuss, aha. Und Tierfutterstufe 1. Interessant. Wir können nichts kaufen, aber es ist gut zu wissen, was es alles gibt. Die Frage ist natürlich, wie viel wir von einer Sorte verkaufen müssen. Na gut. Oh, hallo? Aufmerksame Frau. Oh, bist du nicht Elias Freundin? Ich hoffe, ihr beide versteht euch gut. Okay. Ah, noch viele Fragen offen. Was haben wir denn hier? Ein Häschen. Hallo. Und das war süß. Ah, Hase. Ah, mit denen kann man sich anfreunden. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Oh, der ist auch sehr gut 3D modelliert. Das sieht auf jeden Fall maximal niedlich. Ah, hier ist ja, der Tierwarenladen. Die möchte ja das Futter von uns haben, die junge Dame. Ich möchte dich nicht stören, aber bitte bring mir, was ich brauche. Kann ich vorher nicht mit dir interagieren? Ah, okay. Ist quasi jetzt gelockt. Ich kann so lange keine Tiere kriegen, bis ich ihr die Kartoffeln gebracht habe. Interessantes Gameplay-Element. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ergibt zwar inhaltlich keinen Sinn, aber ihr wisst schon. Oh, 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 was ist denn hier passiert? Der Diamant hat aber ganz schlecht einen Wasserfall animiert. Plumper Mann. Die Brücke wird gerade repariert. Es wird eine Weile dauern. Okay, alles klar. Okay, ich sehe schon, wo hier Luft nach oben ist, wo wir noch auf jeden Fall hin expandieren können. Wir gucken nochmal hier in die Ecke. In die Ecke. Oh, das habe ich gehofft. Darauf habe ich gehofft. Blub. Roma-Nasalata-Samen. Oh, was haben wir denn hier noch? Hallo. Weißer Sellerie. Ich brauche dringend Axt und Hammer. Und Kürbis. Interessant. Hi. Ich mag ihr Design total. Ich finde es richtig toll. Oh, du siehst ganz schön geschafft aus, Junge. Aber anstreng dich bloß nicht, in Ordnung. Alles klar, danke, Samantha. 100 pro die Tochter von Sam. 100 pro. So, bisher finde ich es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also, es ist vielversprechender als die vergangenen Teile auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Aber was halt eben noch kommt, weiß ich nicht, ne? Wir haben ja auch erst angefangen. Wir gehen mal hier lang, ne? Hier kann es auch noch lange, lange verschlungen werden. Oh, 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 oh. Da ist viel zu holen. Ein Gockel. Ach, warte mal kurz. Ich glaube, ich spüre etwas. Ich spüre die Anwesenheit eines schlummernden Erntewichtels. Wir scheinen ihn noch nicht wecken zu können, aber vielleicht müssen wir zuerst etwas tun. Wir werden ihn wohl erstmal links liegen lassen müssen, aber keine Sorge, du schaffst das schon, Yumi. Okay. Oh, ganz viel Saatgut. Wir müssen so viel wie möglich anpflanzen. Leute, ich sag's euch. Was haben wir denn jetzt hier noch? Orange, Paprika. Ich hoffe, wir können alles auch im Frühling anpflanzen. Rüben. Den Tag möchte ich eigentlich gerne noch. Wie lange haben wir denn schon? Oh, ich muss mich schon ein bisschen beeilen. Rosa Margariten. Oh, eine Eichel. Schon 6 Uhr abends, ne? Oh, sind die alle verschwunden. Die sind verschwunden, die kleinen Lümmel. Das ist ja fies. Kann ich den mitnehmen? Oh, ich habe einen Pilz mitgenommen. Ich glaube, es wäre ein Stein. Okay, hier ist eine schwarze Katze. Hi, wohnt hier eine Hexe oder wie? Noch so Tränke? Hier könnte eine Hexe wohnen. Wird sich vielleicht noch rausstellen. Oh, doch, hier ist jetzt was Neues. Was bringst du mir? Hi. Romana-Salatsamen. Sehr gut, da hinten kommt schon weiter. Aber wir waren gerade ganz viele. Und anscheinend jetzt doch schon Tag-Nacht-Wechsel. Sind die verschwunden. Und vielleicht sind jetzt überall jetzt wieder neue Sachen aufgetaucht. Das kann natürlich sein, ne? Vielleicht könnte ich auch die Pilze verkaufen. Das könnte vielleicht auch ein bisschen Geld bringen. Schau mich erstmal nochmal ein bisschen um. Aha. Kann ich jetzt hier so... Oh, 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 oh. Noch ein Pilz. Oh, Äpfel. Was hast du? Boah, hier gibt es ja allerhand gerade. Süßkartoffeln. Eicheln. Dein Rucksack ist voll. Ach, herrje. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr viel auf einmal. Okay. Wo war meine Farm nochmal?
Bin ich jetzt klar? Oh Gott, ich komme gar nicht hier so rum. Kann ich den Pilz wenigstens mitnehmen? Gott, das geht zum Glück. Boah, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das zeitlich alles schaffen. Ich gucke auch nochmal ganz kurz. Frühling. Kann ich auch so durch? Nee, kann ich nicht. Frühling. Ups. Ich möchte eigentlich einfach nur gucken, ob hier alles auch im Frühling anpflanzbar ist. Frühling, Frühling. Ich schätze hier was anpflanze, ne? Und dann geht das am Ende nicht. Hier, den Romana-Salat, den kann ich nicht anpflanzen. Da muss ich drauf achten. Weißer Sellerie geht auch. Schön, dass mein Inventar voll ist, aber Hauptsache ich habe ihr Tierkacker bei mir. Jetzt ist auf die mit dem Zeug in der Hand drin. Kannst du das wegstecken irgendwie? Das heißt nichts halten. Halte mal nichts. Ich kann sie, glaube ich. Sie läuft gerade so, ob sie was halten würde. Sie hält auch was. Nimm das aus der Hand, Mädchen. Oh je. Oh, es ist schon fast 10 Uhr abends. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch... Das schaffe ich nicht nochmal, ne? Dann muss ich morgen auf jeden Fall nochmal los und alles erkunden. Das wird wichtig sein. Aber ganz noch wichtiger ist, dass ich erstmal doch alles anpflanze, damit das morgen schon ein bisschen weiter gewachsen ist, wisst ihr? So früh wie möglich, so früh wie... Ups. Ach, Kompost geht. Das geht? Kompost. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen gedüngt. Oh, es hat nicht mehr so viel Energie, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Tomaten machen wir mal. Kartoffeln natürlich. Die brauchen wir auf jeden Fall, ja. So, Süßkartoffeln. Orange und Paprika. Die wächst bestimmt nach, oder? Das ist so ein typisches Gemüse, was nachwächst. Kürbis. Den Romana auf jeden Fall nicht. So, nochmal ein bisschen gießen. Ich muss die ganze Zeit auf meine Energie achten jetzt, ne? Ich will es nicht übertreiben. Ich habe gerade echt Bock auf das Spiel, ne? Das macht gerade so Spaß. Oh. Aber meine Energie scheint gerade irgendwie nicht zu sinken. Ich guck gerade. So, weißer Sellerie. Los geht's. Ah, jetzt. Du bist müde. Ah, kommt sogar eine Energie. Eine Energieanzeige. Eine kurze Durchsage, dass es langsam hier ein bisschen knapp wird. So. Komm, einmal eins machen wir mindestens noch. Ah. Rosa Margariten, komm. Und die noch gießen. Das blinkt schon so. Dann komm noch einmal. Ich will sie da rausholen, ne? Wir haben eben noch Süßkartoffeln. Komm, dann machen wir die noch. Meine Gießkanne ist leer. Die Gießkanne ist leer, Leute. So, dann haben wir doch jetzt alles geschafft. So. Und jetzt, wo ist denn diese sagenumwobene Kiste? Da. Da tue ich jetzt ganz viel rein, Leute. Da kommen jetzt die Pilze rein. Und die Milch. Und die Wolle. Und nein, die nicht. Und die Eichen. Die Eichen bringen kaum was. Die behalte ich mal. Vielleicht kann ich die noch für was anderes gebrauchen. Die Eichen, kann ich die hier reintun? Nee, die kommen Eichen in den Kühlschrank? Na gut, ist ein Lebensmittel. Ups, beides rein. So. Sehr gut. Dann gehen wir mal schlafen. Und wir haben Geld gemacht. 450. Eines Tages, Leute. Eines Tages werden wir uns einen Hammer leisten können. Hoffe ich zumindest. Ich soll Benny besuchen? Kam gerade als neue Quest rein. Weltkarte. Ach, hier ist die Weltkarte. Oh, ist doof hier. Erntegeister. Wähle ein Gärtner. Ah! Ich kann jetzt hier nach speziellen Sachen suchen. Was nehmen wir mal noch? Ich sag mal... Uff. Rote Paprika. Suchen. Ah, jetzt sehe ich auf der Minimap, wo diese sind. Ich kann sogar schnell reisen. Okay, also wir haben da ziemlich... man sieht... Sieht man es ja, ne? Man sieht so ein bisschen. Ne? Ist jetzt ein kleines Icon mit einer Rübe und einer Kartoffel. Dann kann ich gucken, ah, da kann ich jemanden finden, der mir das eventuell geben könnte. Ah, interessantes Prinzip. Ist auf jeden Fall alles sehr neu und trotzdem aber auch intuitiv. Ich bin bis jetzt so, also mein erster Eindruck ist gerade positiv. Ich hätte es mir weitaus schlimmer vorgestellt. Ich denke mal, dass die letzten Spiele werden... so wie ich das mitbekommen habe, relativ viele negative Kritik eingesteckt haben, gerade hier Licht der Hoffnung.
Das war sehr stark kritisiert. Das fanden viele sehr schlecht. Und ich denke mal, dass Natsume da jetzt ein bisschen auch mal hingehorcht hat und sich jetzt so denkt, so, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen Mühe geben. Und, da unten, das sehe ich schon. Da unten seht ihr auf der Minimap? Da gehen wir jetzt mal hier hin. Das haben wir ja gestern nicht geschafft. Da gehen wir mal jetzt hier um die Ecke. Und schauen mal. Da. Hi. Ja, Rübensamen. Sag ich doch. Sehr schön. Oh, ich hoffe, dass die anderen trotzdem auftauchen. Nicht, dass jetzt die anderen alle unsichtbar sind. Nee, hier ist trotzdem noch einer. Den nehmen wir mal mit. Was gibt's denn bei dir Schönes? Rüben. Doch nochmal Rübensamen. Du wurdest mir aber gar nicht angezeigt, my friend. Huh. Okay. Na gut. Ah, hier oben komme ich gar nicht weiter. Wie bin ich denn vor uns gelaufen? Wie bin ich denn vor uns gelaufen? Bin ich hier so rum? Warte, das. Oh. Hi. Orangenpaprika, nice. Bin ich hier lang? Boah, ich habe gerade null Orientierung, ne? So viel ist es ja eigentlich nicht, ne? Ach, hier war ich gestern. Oh, hier liegen auch schon die Äpfel. Schön, dann erstmal schön verkaufen, ne? Was gibt's von dir? Süßkartoffeln, die kann ich sogar auch Zeug anpflanzen, ne? Das mache ich aber erstmal nicht. Ich pflanze erstmal nur auf meinem Hof an. Der Übersichtshalber. Oh, hier gibt's aber. Na, doch nicht so viele Äpfel. Ich ernte weniger Äpfel, als da angezeigt sind. Leider. Gut, da haben wir jetzt schon mal. Was haben wir denn da jetzt alles? 3 Äpfel gerade mal. Das ist aber nicht schön. Oh, hier ist noch was. Was gibt's von dir? Margariten. So, hier kommt's. Ja, genau. Hier brauche ich auf jeden Fall ganz dringend einen Hammer, dass ich dann einen Shortcut habe. Also, dass ich da quasi schnell hinkomme. Und ich sehe gerade, anscheinend verbrauche ich durchs Laufen auch Energie, ne? Hab nämlich gerade ein halbes Herz verloren. Das Spiel traut sich ja was. So, wir gehen jetzt mal nochmal zu Benny. Benny möchte anscheinend nochmal mit mir reden. Schauen wir mal, was Benny so zu sagen hat. Oh, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Hallo. Rübensamen. Hi, Benny, was gibt's? Du bist heute wiedergekommen, nicht? Ja, du hast recht, Jumi. Diese Tiere sind in keiner guten Verfassung. Insbesondere die Kuh dort drüben. Sie sieht sehr mager und gebrechlich aus. Du meinst Emily und die anderen? Oh ja, das belastet mich. Die werden tagtäglich dünner. Ich werde daraus nicht schlau. Wir sollten Gabriel mal dazu fragen, oder Benny? Gabriel. Sie ist Tierärztin außerhalb der Stadt. Tierärztin vielleicht, aber ich traue ihr nicht über den Weg. Als wir sie das letzte Mal gebeten haben, ein krankes Tier zu untersuchen, wollte sie einen Haufen Geld für die Diagnose haben. So viel konnten wir unmöglich bezahlen. Also hat sie uns nicht geholfen. Sie hält sich meistens von den Dorfbewohnern fern. Ja, ich mache mir Sorgen wegen Emily. Warte. Würdest du für uns mit Gabriel sprechen, Yumi? Ja. Ja, am Ortsrand. Du wirst wirklich hingehen? Wenn du darauf bestehst, werde ich dich nicht aufhalten. Aber sei vorsichtig, ja? Okay, ich soll zu Gabriel gehen. Ich wette, du triffst auf Gabriele, wenn du in den Wald, in den West... Ach, bestimmt die Hexe. Ich habe mir, also, ich weiß nicht, ob es eine Hexe ist, aber da war dieses eine Haus mit der schwarzen Katze und den ganzen Tränken und so. Und da könnte ja die Gabriele wohnen. Schauen wir mal, da gehen wir gleich nochmal hin. Das machen wir in dieser Folge jetzt noch. Und ich denke mal, es gibt noch sehr viel zu entdecken. Ich werde noch sehr viele Tipps aufnehmen. Und wenn ihr am Release heute, am 5. März, dieses Let's Play hier guckt, wenn ihr das gerade frisch schauen solltet, könnt ihr gerne auf meinen Twitch vorbeischauen, denn ich streame parallel jetzt. Also vermute ich jetzt in dem Moment, wenn ihr das gerade frisch guckt, das Video, werde ich gerade auf Twitch online sein und das Spiel auch spielen, allerdings als männlichen Charakter. Und werde gegebenenfalls ganz viele Tipps von Zuschauern entgegennehmen, was die sagen, was ich machen könnte und mich mit ihnen über das Spiel unterhalten. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr gerne reinschauen. Ich werde natürlich auch zum späteren Zeitpunkt, also zu späteren Zeitpunkten das Spiel auch öfters mal noch live spielen. Also könnt ihr mich auch gerne abonnieren bzw. mir folgen.
Oh, 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 ein Fuchs. Oh, ah. Irgendwie konnte ich mir denken, dass das Gabriele ist. Hi. Und was führt dich an einen Ort wie diesen? Sag, Yumi, denkst du, dass die Gabriele, das ist die Gabriele, die wir suchen? Ganz recht. Mein Name ist Gabriele. Le. Benny? Ach ja, der Viehzüchter. Und? Ich habe von den Tieren gehört, aber was ist mit der Farm? Gut. Ich denke, ich hab's kapiert. Hier, nimm das. Oh, Futtergratsaat. Sieht jedenfalls so aus. Das sagt meine Farming-Game-Erfahrung. Ja, du hast Grassamen von Gabriele erhalten. Wusste ich doch. Wie cool sie ist. Ich finde sie toll. Ich habe mir schon so die Designs angeguckt von den Männern und von Frauen. Und ich finde, die Frauen sind alle echt tough und cool. Und süß. Ah, du kennst dich mit Saatgut aus, oder? Ja, das ist dieses magische Zeug, das Gras wachsen lässt. Ah, pflanze die Samen in die Erde und kümmere dich gut darum. Dann nimmt der Zauber seinen Lauf. Na, irgendwie hat es schon was Magisches, oder? Genau. Statt Samen möchten wir, dass sie Emily untersucht. Tut mir leid, das geht nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Jetzt geh schon, verschwinde. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Oh weh, was sollen wir nur tun, Yumi? Sie weigert sich, Emily zu untersuchen. Ja, sieht so aus. Wenn wir zurückkehren, können wir die Grassamen pflanzen. Okay, haben wir ja schon mal jetzt geschafft. So, nochmal schnell die Bildzeug mitnehmen. Weiße Aubergine, aha. Hallo, kleiner Fuchsi. Cute. Nochmal mit Gabriele reden. Dafür habe ich keine Zeit. Wenn du nichts mit mir zu besprechen hast, dann bitte ich dich zu gehen. Charakterdesign übelst nice. Also die Designs sind viel besser. Gefällt mir alles schon viel mehr. Oh. Spawn das immer wieder nach? Kann das sein? Grassamen habe ich jetzt bekommen. Und noch mehr Grassamen. Wieso finde ich jetzt auf einmal Grassamen überall? Hier auch? Oha. Was ist denn jetzt los? Okay. So, ich muss doch hier so rum, oder? Ja, genau, hier unten. Oh, muss ich nicht mit Benny reden? Komm in der Zeit, in den Keller sind vorbei. Okay, anscheinend muss ich das Gras selbst anpflanzen und dann ihm das Gras vielleicht geben? Wir schauen mal. Oh, willkommen zurück, Yumi. Wie ist es gelaufen? Gabriele hat dir einen Grassamen gegeben? Was ist denn ein Samen? Etwas so Kleines wird zu Gras. Echt nicht zu fassen. Ist das nicht toll, dass sie sowas dabei hatte? Oh, glaubst du, es ist besonderes Gras? Tja, oh, das wirst du ja sehen. Hey, Yumi, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn du Gras ziehen kannst, würdest du Benny denn etwas geben? Er mag zwar rau wirken, aber er ist echt verzweifelt wegen Emily und der anderen Kühe. Er läuft jeden Tag durch die Ebene und sammelt wie ein Verrückter Futter, aber es reicht nie aus. Und trotz alledem vergisst er nie, die Ställe zu reinigen oder sich um die Tiere zu kümmern. Die Leute schätzen ihn wegen seiner Art, oft falsch ein, aber im Grunde ist er ein wirklich, wirklich guter Kerl. Oh, und obendrein ist er ein Künstler. Er zeigt mir dann und wann, wie er... Oh, er malt. Was ich damit sagen will, ist, bitte schätze Benny nicht falsch ein. Oh, aha, ein Maler. Okay, das macht mich natürlich jetzt als Illustratorin. Sehr interessiert. Hihi, ich freue mich zu hören. freut mich zu hören. Es ist auch ziemlich nett von dir, Yumi, dass du dir Sorgen um Enemy... Elimi, genau. Elimi der Enemy. Um Emily machst. Ich hoffe, Benny und du werdet gute Freunde. Wegen der Sache, nach der ich von uns gefragt habe. Würdest du es für ihn tun? Klasse. Danke, Yumi. Ach, er wird sich bestimmt sehr freuen. Sobald wir etwas Gras gezogen haben, geben wir es Benny. Bring Benny das Gras. Naja, erstmal muss ich es ja anpflanzen, ne? Das ist ja erstmal hier oberstes Gebot. Ohne Gras, kein Gras.
Ohne Gras kein Gras. Ja, 13 Stück? Das ist ja viel. Ach ja, jemine. Anscheinend hat sie mir gleich 12 Stück gegeben, ne? Oha, schiede schon oben auf das blinkende Herz. Nicht in Ohnmacht fallen. Ich warte darauf, dass es ein halbes Herz wird, dass ich aufhören kann. Ich gucke immer schon so. Ich schiele schon immer so in die Ecke, ne? Oh, ich bin sehr müde. Okay, jetzt muss ich aufhören. Phew, gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich würde mich über einen Kommentar freuen, irgendwelche Ideen, Anregungen oder ähnliches. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!